Das ist der Franz Fäustl. Er ist der kleinste Bub in seiner Klasse. Bitte schön, die junge Dame. Ich bin keine Dame. Für ein Mädchen gehalten zu werden, ist doch super. Es bedeutet nur, dass du zu schön bist für ein Bub. Aber noch mehr ärgert ihn, dass seine Stimme vor Aufregung oft ganz piepsig wird. Erstmal, Mutter! Was ist los? Zunge verschluckt. Nun ist es Zeit. 20 Regeln für einen echten Kerl? Toll, oder? Also ich bin voll dabei. Ein echter Kerl zu werden. Regel Nummer 1. Sei selbstbewusst. Selbstbewusst. Abend, die Ladies. Wie schaust du denn aus? Regel Nummer 2. Ein starker Kerl in einem starken Körper. Wir gehen woanders hin. Was? Wieso? Weil das ein Omega-Oma-Laden für Omas ist. Darum. Schau, was ich gemacht habe. Einen Polenta-Kirschkuchen. Geht leider nicht. Ein echter Mann ernährt sich ganz viel von Proteinen. Sollte man den nicht raushauen? Na geh. Oh. Scheiße, los! Es ist unglaublich, was dieser Franz schon geleistet hat. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Sag mal, Fröstl, geht's noch? Weil der Franz langsam ein echter Mann wird, muss er sich seinen Ängsten stellen. Du musst gar nicht so groß, wie du denkst sein. Du musst Ich hätte gerne einen Kaugummi. Ihr wollt, dass ich ihn klaue? Ja, klar. Das Leben ist eine einzige Zumutung. Du bist gut und richtig genauso, wie du bist, ja? Ich kenne niemanden, der so gut franzt wie du. Geschichten vom Franz. Demnächst im Kino.